talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Willkommen hier am Automotodrom in Gropnik in Kroatien. Heute erfahrt ihr mal, wie schnell ich noch auf der Rennstrecke bin, ob ich es überhaupt noch drauf habe und welche Rundenzeiten das dabei rauskommen. Bis gleich. So, das Motorrad ist mehr als vorbereitet, es ist picobello sauber. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, sind die Reifen. Die montiere ich erst morgen früh, weil der Reifendienst erst morgen früh da ist. Da sind jetzt noch alte Reifen von der Instruktion drauf. Die kann ich auf jeden Fall nicht mehr nehmen und ich möchte gerne im ersten Turn gleich mit einem neuen Reifen fahren. Ich habe euch ein bisschen was vorbereitet bezüglich Kamera-Action. Und zwar einmal on board. Hier mit ein bisschen Versetzung, sodass man mehr das ganze Cockpit drauf hat und das ganze cinematisch ausschaut. Hier habe ich nur die Schwierigkeit, dass ich mit dem Helm, ich lege gerne den Helm da auf beim Geradeausfahren. Man muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dran komme. Es geht sich aus, ich habe es probiert. Schau mal, wie es beim wirklichen Fahren ist, aber ich hätte den View gern. Ich weiß, ihr mögt gern den Helm-View, aber ich traue mich das ehrlich gesagt nicht mehr wegen Stürzen und so. Ich habe so viel Angst, wenn ich da stürze und den Helm ins Gesicht kriege oder im Hals, die Kamera, dann wird es halt echt schmerzhaft. Hier hinten habe ich jetzt eine Position, um die Körperhaltung von hinten beim Umsetzen schön zu sehen. Das wäre das. Hier unten ist jetzt eine Halterung. Die kommt dann da, dass man die Gabel im Endeffekt schön arbeiten sieht. Also ich habe zwar ein paar Kameras, ich werde aber nicht alle gleichzeitig drauf tun, das ist zu aufwendig. Aber so ein paar verschiedene Perspektiven zusammen wird auf jeden Fall funktionieren. Kamera nehme ich für den Fall diese Insta One RS mit dem Weitwinkelobjektiv. Ich habe mich jetzt da wirklich exzessiv damit auseinandergesetzt und habe richtig coole Einstellungen gefunden, damit die Kamera einen richtig cinematischen Look hat und eigentlich schon fast besser ist als die GoPro mittlerweile. Das ist auch die neue RS jetzt. Insta hat ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile, also die ist jetzt auf einem echt geilen Niveau und da bin ich echt gespannt. Ihr habt es jetzt schon gesehen, aber da bin ich echt gespannt, wie es ausschaut. Jetzt geht's los. Heizdecken sind vorgeheizt, Reifen sind warm. Luftdruck muss ich noch machen. Ich habe mittlerweile Besuch bekommen. War nicht so schlecht, mehr Schatten. Die Jungs sind cool drauf. Und in 40 Minuten geht's das erste Mal auf die Strecke raus. Bis gleich auf der Strecke.
viel Verkehr, ich konnte keinen Rhythmus finden. Die Hitze ist noch erträglich. Wir haben schon so 28 Grad oder so. Das geht jetzt eigentlich. Bin aber trotzdem nicht so ganz happy, weil ich halt keinen Rhythmus finden konnte und ständig auf Verkehr aufgelaufen bin. Jedes Mal, wenn die Runde wieder einigermaßen frei erschien, drei Kurven später standen wieder ein, zwei da. Und du musst halt schon ein bisschen aufpassen, dass du denen nicht dementsprechend gleich ins Heck reinfährst. Und von dem her eher auf Sicherheit, aber das ist natürlich wieder kontraproduktiv okay für die Rundenzeit. Von dem her, ja gut, für erstes Warmwerden war es jetzt okay. Motorrad funktioniert zwar gut, aber ein bisschen rappeln in der Bremse. Aber ich glaube, mir hat es die Scheiben verzogen ein bisschen. Das ist, ja, ist jetzt nicht so tragisch. Und schauen wir jetzt mal ein bisschen abkühlen. Und dann schauen wir in den zweiten Turn, ob es da besser ausschaut. Vielleicht gruppiert sich das ja nochmal um. Aber da sind schon ein paar dabei, die haben definitiv in der schnellen Gruppe relativ wenig verloren, meiner Meinung nach. Und das macht es ja auch gefährlich. Ne? Also. So, ich habe jetzt gerade mein eigenes fahrerisches Defizit analysiert. Und zwar versuche ich natürlich schnell zu fahren. Fahre dabei relativ schnell in die Kurve rein, vielleicht schneller als ich sollte. Denke mir dabei so, oh krass, Alter, ist das schnell. Und verweile dabei zu lange mit dem Blick auf den Scheitelpunkt. Also so nach dem Motto, hier ist der Scheitelpunkt. Und dann stelle ich fest so, wäre schon wieder ein Ausgang. Ne? Also umso schneller das passiert, dass man fährt, desto schneller muss der Blick im Endeffekt wieder mitwandern. Und ich lasse zu lang den Blick am Scheitelpunkt. Und dann sehe ich den Ausgang erst zu spät und mache somit erst zu spät das Gas wieder auf. Weil wenn ich mich nämlich überwinde, den Blick loszulassen, nach vorne zu schauen, und dann mache ich automatisch wieder Stützgas auf und ziehe schon wieder. Und bin automatisch an dem Sektor viel schneller. Also, was zum Lernen. Ich melde mich jetzt hier mal aus dem dritten Turn. Ja, es ist leider zeitentechnisch nicht wirklich besser geworden. Ich habe jetzt gerade mal eine 32 laut offiziellen Laptimer. Meiner hat ein bisschen weniger angezeigt, weil ich die Start-Finish-Line falsch gesetzt habe. Liegt aber daran, ich habe keine einzige freie Runde. Es ist so viel Verkehr. Ich bin quasi der Schnellste in der Gruppe, in der schnellen. Und der Langsamste in der schnellen Gruppe fährt 13 Sekunden langsamer. Und es ist echt scheiße jetzt. Also ich werde jetzt den vorletzten Turn auf jeden Fall auslassen. Vielleicht im letzten nochmal schauen, in der Hoffnung, dass nicht mehr viele rausfahren. Und vielleicht in der Hoffnung, dass morgen nicht mehr so viel los ist aus irgendeinem Grund. Aber insofern im Moment klappt das Vorhaben, hier Rundenzeiten im Training zu fahren und auf einem hohen Niveau zum Testen leider nicht. Zumindest heute nicht. Es gehört eine vierte Gruppe her, es sind nur drei Gruppen. Wenn eine vierte Gruppe wäre, dann wäre das Thema erledigt. Und von dem her habe ich gerade mit dem Veranstalter gesprochen, der wollte aber das nicht ändern. Es sind aber mehr dabei, also bin nicht nur ich jetzt hier am Jammern, sondern wir haben mehrere, die halt einfach nicht vernünftig fahren können, weil halt der Gap zu groß ist. Und es ist auch zu gefährlich und dann stecke ich lieber zurück und warte und denke mir, ach komm, riskiere ich auch nichts, ich bleibe dann dahinter und dann ist halt die Runde für den Arsch. Naja, nicht so schön. So, der erste Tag ist auch schon wieder vorbei. Ich habe jetzt im letzten Turn Gott sei Dank noch so ein bisschen einen Rhythmus finden können. Der Verkehr war nicht weg, aber es war weniger. Somit konnte ich so ein bisschen noch vernünftig fahren, wo ich halt nicht 4-5 Motorräder innerhalb von zwei Kurven vor mir habe, sondern halt nur 2-3-4 pro Runde. Ging dann schon besser. Vielleicht wäre auch noch schneller gegangen, ging jetzt 31 irgendwas. Und das dann mit einem quasi tagalten Hinterreifen. Der ist jetzt ziemlich am Ende, den schauen wir uns mal kurz an. So, ich habe jetzt auf der Hinterachse ein Pirelli SC1 gefahren, auf der Vorderachse auch Pirelli SC1, beides im Big Size.
Der hat jetzt gar nicht so schlecht ausgesehen eigentlich, dass er schon relativ alt ist jetzt und halt doch schon jetzt 5 Turns drauf hat, aber jetzt eigentlich am Ende ist. Man sieht auch deutlich, wie der gespinnt hat, vor allem im letzten Turn über die Kante drüber gespinnt hat. Hier in, ab dem Bereich relativ viel Grip aber gehabt hat, war eigentlich nicht so schlecht. Grip war gut. Bis auf letztes war halt viel Spin. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ein bisschen Fahrwerksprobleme gehabt, seitdem ich so stark abgenommen habe. Ich habe jetzt nochmal Federn getauscht heute in der Mittagspause. Bin jetzt mittlerweile runtergegangen auf 9,75, sprich auf 9,5 und 10. 10er Feder und 9,5er Feder. Vorher hatte ich 10 und 10. Ganz vorher hatte ich eigentlich 10,5 und 10,5, aber ich bin so leicht geworden, ich bringe die Gabel nicht mehr zum Arbeiten und dementsprechend sitze ich sehr stark am Heck, was mir das Problem macht, dass ich viel Gewicht am Hinterreifen hatte, was den Hinterreifen stark beansprucht hat und die Front relativ stark entlastet hat. Und somit, jetzt habe ich einen Faden verloren, was den Hinterreifen relativ stark belastet hat immer. Und durch das, dass ich jetzt mit der softeren Feder vorne das Gewicht wieder ein bisschen weggebracht habe von der Hinterachse, jetzt schaut der Hinterreifen eigentlich auch besser aus. Also ich habe es nicht glauben wollen, dass ich so soft gehen muss mit der Feder. 9,5 und 10 ist echt soft, aber ich bin halt echt extrem leicht geworden. So, und für morgen, morgen früh habe ich mir dann ein SC0 vorbereitet. Mit dem möchte ich morgen früh gleich rausgehen, es ist warm genug. Und morgen fürs Rennen dann eigentlich ein SCX, den habe ich auch schon. Entschuldigt mir gerade das Outfit. Es war super Warm-up, es war wenig los, ich konnte konstant 30er Zeiten fahren. Es war jetzt richtig, richtig schön. Es ist gerade mal 9.20 Uhr und scheiße heiß. Aber das war jetzt richtig gut. Ich konnte einen Rhythmus finden, 30 tief konstant fahren. Und jetzt gibt es den richtigen Reifen und dann schauen wir mal, was dann wirklich geht. Oh, geil! So, ich habe jetzt das Rennen genutzt. Ich bin im Rennen nicht in der Rettung mitgefahren, weil ich mir gedacht habe, es macht keinen Sinn. Der zweite hinter mir ist 1,34 gefahren, also 4 Sekunden langsamer. Gut, dann haben wir gedacht, nimmst den den ersten Platz weg, startest aus der Box, lass die mal zufahren, hast ein paar freie Runden hast. Waren dann letztendlich jetzt 3-4 freie Runden. Wäre eigentlich ein ganz guter Rhythmus gewesen. Bin dann leider relativ schnell wieder auf Verkehr aufgestoßen, bin 30,8, 30,1 und dann schon wieder mit Verkehr 30,3. So, die 29 lässt sich noch ein bisschen bitten. Jetzt weiß ich auch noch nicht ganz genau, was ich mache mit dem Reifen, weil jetzt habe ich den Xer natürlich angefahren. Es ist die Frage, inwiefern das der nochmal geht. Jetzt brauche ich quasi nochmal 3-4 freie Runden, wenn ich Glück habe. Es ist ein bisschen zu heiß, man merkt, dass der Spin extrem hoch ist. Man geht ans Gas und es geht sofort durch. Es ist schon extrem schwierig, unter die 30 zu kommen. Das ging letztes Jahr im Oktober auch nicht leicht. Da habe ich echt viel gearbeitet, da war es ein bisschen kühler und hatte freie Runden. Damals beim Rieke. Ricci extra nur die Schnellen mal eine halbe Stunde raus dürfen.
dann war es echt okay, da ging die 29, da gab es auch das Onboard. Aber im Moment kämpfe ich da echt so ein bisschen, hat noch nicht so geklappt. Jetzt weiß ich nicht, bleibe ich noch hier, fahre nach Hause. Das sind übrigens die Bärenbranken hier von Diopati. Könnt ihr gerne mal auschecken, unten in der Beschreibung. Blasenschoner, wer es noch nicht kennt, die sind wirklich gut. Seitdem habe ich auch keinen Armpump mehr, ist wirklich zu empfehlen. Also, später. So, guten Morgen hier aus Rijeka. Heute ist Tag 3. Ich gehe jetzt nochmal raus. Rundenzeiten werde ich nicht mehr verbessern. Es hat dann auch geregnet. Die Strecke ist immer noch feucht. Ich fahre jetzt nur einmal noch raus, um ein schönes Onboard noch vorne auf mich gerichtet zu machen. Ich beende hiermit den Versuch 29 zu fahren. Ich bin fünfmal am Stück 30-1 gefahren. Das hat nicht sollen sein. War ein bisschen zu heiß vielleicht. Auch erst spät einen Rhythmus gefunden. Nichtsdestotrotz will ich es jetzt nicht überbiegen, weil sonst verbiege ich das Motorrad und mich und das hat natürlich auch keinen Sinn. Muss ich jetzt vernünftig sein. Ich wäre gerne die 29 gefahren. Somit nichtsdestotrotz war ich hier mit Abstand der Schnellste, was für mich ja theoretisch nicht schlecht ist, obwohl mein eigener Anspruch natürlich höher ist, weil ich halt gern noch schneller werden möchte. Aber nichtsdestotrotz, es gibt so Tage, ihr habt die Tage auch hin und wieder. Von dem her verstehe ich euch, ihr versteht es mich. Und ja, jetzt genießen wir noch ein paar schöne Bilder und dann sehen wir uns zum Abschlusswort.